Hey, hallo, ihr seid direkt im zweiten Teil von unserer Doppelfolge Fritz Talk XL gelandet. Im ersten Teil, da ging es um Freigaben, jetzt geht es um VPN. Und im Fritz Talk XL, da wollen wir Themen etwas ausführlicher besprechen. Deswegen, es kann etwas länger dauern, aber wenn euch das neue Format gefällt, dann zeigt uns das auf jeden Fall mit einem Daumen. Und wenn ihr Ideen, Anregungen, Wünsche habt, dann wie immer in die Kommentare. Zum Thema VPN gibt es ja bereits einen Fritz Talk und deswegen gibt es eigentlich auch nur einen Gast, den wir hier haben können. Und toll, dass es geklappt hat. Steffi ist nämlich wieder da. Ja, hallo. Unser Fritz Talk ist ja einer der meistgesehenen überhaupt und da haben wir VPN für Smartphone eingerichtet. Richtig. Das nutzt ihr auch tatsächlich. Ja, sehr regelmäßig. Und ganz häufiger Kommentar darunter, könnt ihr auch zeigen, wie wir das am PC einrichten. Das wollen wir heute machen. Hast du schon mal VPN am PC genutzt? Noch gar nicht. Noch gar nicht, also das erste Mal. Ist aber auch gar nicht so wild und wir haben ja auch tatkräftige Unterstützung, denn der Per ist ebenfalls mit dabei. Hi, ja, ich habe meine Fritzbox dabei, habe meinen Rechner dabei und da werden wir heute ein paar spannende VPN-Lösungen einrichten. Und wichtige Voraussetzung, dass wir gleich auf das zugreifen können, was Per einrichtet, ist natürlich eine Erreichbarkeit aus dem Internet. Per hat da schon mal was vorbereitet? Ich habe dafür in meiner Fritzbox bereits MyFritz eingerichtet, habe also eine Adresse, mit der ich meine VPN-Verbindung nutzen kann. Wie genau ihr eine MyFritz-Verbindung einrichtet, das findet ihr in der Beschreibung. Da haben wir einen eigenen Fritz-Talk zu und damit habe ich eigentlich die wichtigste Voraussetzung erfüllt. Wichtig ist dann noch, dass ihr eine erreichbare IPv4-Adresse habt. Es gibt ja dieses IPv6-Thema, das haben wir recht ausführlich im ersten Teil von diesem Fritz Talk XL besprochen. Wir haben eine IPv4-Verbindung und von daher können wir loslegen. Bei unserem letzten Dreh, da musstest du ja richtig aktiv werden, ja, um das am Smartphone einzutippern. Beim PC sieht es ein bisschen anders aus, denn da brauchst du eigentlich nur eine Konfigurationsdatei und die musst du ja per uns ja zaubern. Das mache ich mit unserem Hauseigentümer Fritz Fernzugang einrichten. Das habe ich hier schon installiert. Wollen wir auch direkt loslegen. Eine neue Verbindung soll her für einen Benutzer, ist auch gleich der erste Punkt. Gemäß eurer Fragen natürlich für einen PC mit Fritz-Fernzugang. Und da werde ich jetzt direkt schon mal gefragt nach einer E-Mail-Adresse des Benutzers. Und da frage ich mal direkt, warum eine E-Mail-Adresse? Müssen wir eine nehmen? Es muss nicht zwingend eine E-Mail-Adresse sein. Im Endeffekt geht es hier um eine Benutzerkennung. Wichtig ist, dass die eindeutig ist. Gerade in unserem Fall haben wir ja schon den Benutzer Steffi angelegt, ja, für dein Smartphone. Also nochmal, Steffi nehmen wäre ungünstig. Deswegen wird sich Per was anderes Kreatives ausdenken. Ich nehme Gordon, ganz klar. Wow. Damit ihr auch beide in VPN auf meine Fritzbox machen könnt. Und im nächsten Step werde ich jetzt nach dem DNS-Namen gefragt meiner Fritzbox. Und das ist mein MyFritz-Name, den habe ich schon parat und kann jetzt auch direkt noch einen Schritt weitergehen. Und bin dann schon im letzten Schritt angelangt. Da geht es jetzt um die IP-Konfiguration meiner Fritzbox. Ich habe bei mir das Standardnetz belassen, das 178er-Netz, und bin jetzt eigentlich fast fertig. Da muss ich allerdings einhaken, denn an der Stelle wird auch festgelegt, welche IP-Adresse das Notebook nachher bekommt, wenn es sich mit der Box verbindet. Und da ist die 201 vorgegeben. Nun haben wir ja schon dich eingerichtet als VPN-Benutzer. Das heißt, diese Adresse ist schon vergeben und das kann der Per euch mal zeigen, wie das aussieht und dass ihr da halt nicht nachher die IP-Adressen doppelt vergebt. Dafür gehen wir nochmal schnell auf die Fritzbox-Oberfläche in den Bereich Heimnetz, Netzwerk. Da finden wir alle Netzwerkverbindungen, ob remote oder lokal. So auch die VPN-Verbindung von der Steffi. Und da hat die Fritzbox selber also die erste IP-Adresse oberhalb des DHCP-Adressbereichs vergeben, die 201 in dem Fall. Wäre jetzt natürlich schlecht, wenn ich die nochmal vergeben würde, dann hätte ich eine Doppelung und beide hätten nichts davon. Das heißt also, ich nehme jetzt für Gordon ganz einfach die 202 und dann können auch beide sich gleichzeitig über VPN auf meine Box verbinden. Ich meine, für mich ist das erste Mal heute, dass wir es am Notebook machen. Für mich stellt sich jetzt natürlich die Frage, die alle Daten an die VPN-Tunnel senden. Was bedeutet das für mich? Das ist eine Option, die du hier auswählen kannst, wäre dann im Prinzip das gleiche Verhalten, was du vom Smartphone kennst. Das heißt, in dem Moment, wo der Tunnel aufgebaut ist, werden wirklich alle Daten in den Tunnel gesteckt. Also auch ganz normales Surfen im Internet würde dann über PS Box laufen. Das kann man aktivieren, bringt mehr Sicherheit, gerade im Hotspot zum Beispiel. Oder wir lassen es so, wie es jetzt ist, nicht angehakt. Dann werden wirklich nur Daten für das Fritzbox-Netzwerk in den Tunnel gesteckt und alle anderen gehen parallel dran vorbei. Ich weiß nicht, was du heute wählen willst, Per? Durch meine Freude für Internetsicherheit werde ich natürlich alle Daten über den VPN-Tunnel schicken. Und dann bin ich fertig mit der Konfiguration. Jetzt gibt es noch zwei Dateien, die kann ich mir hier entweder in einem Verzeichnis anzeigen lassen. Ich exportiere die mal gerne, dass ich genau sagen kann, okay,
Die erste Datei, das ist jetzt die Datei VPN-User Gordon, die lege ich mir auf einen USB-Stick, dass ich den euch zukommen lassen kann. Speichern. Gegebenenfalls kann ich auch die Datei noch verschlüsseln. Das macht natürlich Sinn, gerade wenn ich sie jetzt irgendwie über bestimmte Wege wie einen USB-Stick, der auch mal abhanden kommen kann, transportiere. Und ja, dann habe ich noch meine zweite Datei. Das ist die Datei für meine Fritzbox. Die lege ich mir auf den Desktop und bin fertig. Jetzt müssen die Dateien, oder beziehungsweise die User-Datei muss jetzt irgendwie zu euch kommen. Ich kümmere mich mal um den Import von meiner Datei. Genau, denn wir haben jetzt zwei Konfigurationsdateien. Eine für die Fritzbox von Peer, die muss Peer importieren, damit wir uns überhaupt mit der Box verbinden können. Ja, und eine für dein PC. Und jetzt stellt sich tatsächlich die Frage, wie kommt denn die zu uns? Mit Magie? Der Fritz-Magie. Ist David Magie? Wow. Der Zauberer. Dankeschön. Ja, und Peer hat seine Konfigurationsdatei auch jetzt gerade importiert. Das heißt, Peers Box ist bereit. Jetzt müssen wir unser Notebook noch an den Start bringen. Machen wir. So, jetzt müssen wir die Konfigurationsdatei noch importieren in unseren Fritz-Fernzugang. Das machen wir jetzt. Leg mal los. Okay. Genau, das ist ja unser VPN-Tool. Ja. Einrichtungsassistent, zum ersten Mal gestartet. Und da sehe ich dich auch schon, also zumindest die Config. Genau, das ist die Config, die Peer uns gegeben hat. Und die darf ich jetzt öffnen. Richtig. Dann tue ich das. So, fertigstellen würde ich jetzt sagen. Einfacher geht's ja nicht. Kennwort? Hat uns Peer ein Kennwort gegeben? Peer hat uns kein Kennwort gegeben. Hätte er machen können. Es gab ja die Möglichkeit, die Datei zu verschlüsseln. Das ist, wenn man genau liest, ein Kennwort, was das Programm abfragt. Also du kannst optional sagen, vor dem Verbindungsaufbau möchte ich gerne erstmal ein Kennwort eingeben. Mhm. Kannst aber auch einfach weglassen. Okay, das heißt, in dem Fall lassen wir es jetzt frei. Genau, kannst auch sagen, direkt diesen Hinweis bitte nicht mehr einblenden, kein Kennwort eingeben. Dann brauchen wir das nicht. Und dann sagen wir okay. Und das war's. Das war's. Oh, verrückt, das ging schnell. Nur noch aufbauen bitte. VPN-Verbindung besteht, ist die Frage. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt damit? Ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen auch im Support. Ich habe eine VPN-Verbindung aufgebaut, was mache ich jetzt? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mal in die Netzwerkumgebung reingehe, was vielleicht viele versuchen, dass sie sagen, hey, VPN-Verbindung besteht, ich will mal in mein Netzwerk gehen. Das funktioniert nicht, denn die Netzwerkumgebung von Windows, die zeigt hier wirklich nur das lokale Netzwerk. Also das, was wir jetzt hier vernetzt haben. Aber was wir zum Beispiel machen können, wir können auf die Fritzbox von Peer zugreifen. Schalte ich mal hier den Browser. Das machen wir wie? Wahrscheinlich nicht über fritz.box. Nicht über fritz.box, weil fritz.box würde unsere lokale Fritzbox auflösen, was jetzt auch gar nicht mehr funktioniert, denn Peer hat ja gesagt, alle Daten in den VPN-Tunnel stecken. Das heißt, mein Browser versucht jetzt gerade über Peers Fritzbox meine Fritzbox zu finden und das funktioniert nicht. Wir müssen jetzt hier mit IP-Adressen arbeiten. Ja. Welche IP-Adresse hat denn der Peer? 1.987. Ihr habt sicherlich aufgepasst, Standard Fritzbox-Netzwerk 192.168.178.1. Ah, dafür habe ich ja dich. Ja. Ihr wisst ja, welche IP-Adresse eure Fritzbox hat, hoffe ich. So. Und jetzt landen wir auf einer 7590 und da sehen wir schon, das ist ganz eindeutig nicht unsere. Nee. Darf ich? Wir hatten ein Vögelchen vorher gezwitschert, wie das Kennwort ist. Und das gebe ich jetzt natürlich einmal ein. Das ist auch nicht so schwer bei uns zu erraten, glaube ich. Das Eis. Jetzt bist du auf PS Fritzbox drauf. Genau. Und was jetzt auch echt cool ist, du kannst mal auf Heimnetz gehen. Ja, warte. Denn wir haben ja im ersten Teil, hatten wir ja bei Freigaben zwei IP-Kameras freigegeben. Das war relativ aufwendig mit Portfreigaben. Ja. Und wenn du jetzt in die Heimnetzübersicht reinklickst. Dann sollten wir die auch dementsprechend. Oh. Da tauchen sie direkt auf. Da ist er, genau. Klick mal rauf. Egal auf welcher. Ist egal. Nummer die 2. Und ganz ohne Portfreigabe, ohne irgendwas, einfach auswählen. Jetzt muss ich das Passwort switchen, ne? Ja. Du switchst nicht, du schreibst. Ich gebe es ein. Und wenn ihr den ersten Teil gesehen habt von diesem Fritz Talk XL,
dann werdet ihr dieses Bild gleich wiedererkennen. Genau das Gleiche haben wir im ersten Teil mit Portfreigaben gemacht und tatsächlich hier mit der VPN-Verbindung eigentlich noch viel einfacher zu nutzen. Wunderbar. Ach, also, das gefällt mir. Das gefällt dir? Ja. Das ist schön. Unser VPN läuft. Das Wichtige für euch, also nicht in der Heimnetzumgebung gucken, sondern wirklich direkt die IP-Adressen ansprechen oder über die Fritzbox-Oberfläche direkt auf die Ressourcen im Heimnetz zugreifen. Ja, unsere VPN-Verbindung läuft also. Jetzt musste Per vorhin aufpassen, als wir das Notebook eingerichtet haben, dass deine IP-Adresse nicht doppelt vergeben wird. Wie sieht es jetzt aus, Per, wenn du noch einen VPN-Benutzer in der Box einrichtest? Das gucken wir uns am besten direkt an. Ich bin schon beim Menüpunkt System Fritzbox Benutzer und füge einen weiteren User hinzu. Da nehme ich mal der Vollständigkeit halber meinen Namen und ein super sicheres Passwort. Natürlich, wenn ihr zu Hause das einrichtet, nehmt ihr ein Passwort, was so sicher wie möglich ist. Das versteht sich natürlich von selbst. Und ich darf auch VPN machen. So, und um die Einstellung der VPN-Datei geht es mir jetzt gar nicht so wahnsinnig. Ich schaue mal direkt bei Heimnetz Netzwerk und da sollten wir jetzt sehen, dass das VPN von Gordon, das ist aktiv, der hat die 202 bekommen und wir sehen es schon hier unten. Ich als oder mit meinem User habe ich jetzt die 203 bekommen, sodass ich jetzt ohne Probleme auch mich zeitgleich mit Steffi und Gordon über VPN auf meine Fritzbox verbinden könnte. Die Fritzbox merkt also automatisch, ob eine Adresse schon vergeben wurde oder nicht. Nur wenn ihr mit diesem separaten Einrichtungstool arbeitet, dann müsst ihr mal darauf achten, dass ihr nicht aus Versehen eine IP-Adresse doppelt vergibt. Die meistgestellte Frage, VPN vom PC aus, haben wir jetzt, glaube ich, geklärt. Wo wir schon dabei sind, wollen wir euch nochmal zeigen, wie man auch zwei Fritzboxen miteinander per VPN verbinden kann. Wir haben dafür jetzt hier mal alle VPN-Verbindungen wieder getrennt, sind auf unserer Box drauf. Und Per müsste jetzt mal vorlegen, dass wir unsere Fritzbox mit seiner Fritzbox verbinden können. Das kann ich zum einen natürlich auch über das Tool Fritz Fernzüge einrichten machen, aber es gibt noch einen einfacheren Weg, zwischen zwei Fritzboxen ein VPN einzurichten. Den gucken wir uns an, nämlich über den Menüpunkt Internet Freigaben VPN finden wir das auch wieder, dass ich hier sage, ich möchte eine Verbindung hinzufügen. Vorausgewählt ist jetzt schon die LAN-LAN-Kupplung zwischen zwei Fritzbox-Netzwerken. Auch da sage ich weiter und dann habe ich mein Formular, in das ich jetzt nur die relevanten Parameter eintragen muss. Das geht los mit einem VPN-Kennwort beispielsweise. Da muss ich erstmal fragen, du hast bis jetzt an noch keiner Stelle ein Kennwort eingetragen. Warum wird jetzt hier auf einmal ein Kennwort gefragt? Laufen die anderen Verbindungen ohne Kennwort? Die anderen Verbindungen laufen natürlich auch mit einem Kennwort, mit einem Pre-Shared Key. Nur das Fritz-Fernzugang einrichten direkt ein Kennwort generiert. Das hat eine gewisse Länge und beinhaltet Sonderzeichen, Zahlen, große, kleine Buchstaben, ist also auch relativ sicher. Hier in dem Zuge haben wir gesagt, wollen wir es dem User offen halten, weil es auch nicht so ganz leicht ist, das jetzt einfach zu generieren, weil ich muss es sowieso auf beiden Seiten dann händisch eintragen. Ja, und die Fritzbox, der Fritz-Fernzugang, erzeugt nicht nur ein relativ sicheres, die erzeugen ein sehr sicheres Kennwort. Aber hier müssen wir jetzt ja dann auf beiden Seiten das Kennwort eintragen, deswegen wird es frei gewählt. Und Per, ich überlasse es dir, ein sicheres Kennwort jetzt zu wählen, was wir bitte nachher auch noch uns merken können. Okay, ich werde mal schauen, was ich da machen lässt. Vielleicht versuchen wir es mal mit einem AVM, AVM, AVM. Das sollte jetzt für die Vorführung vollkommen ausreichen. Den nächsten Punkt, den muss ich mir allerdings wiederum besorgen. Das heißt, ich brauche irgendwie die Internetadresse meiner Gegenseite, also die MyFritz-Adresse in dem Fall von Gordons und Steffis Box. Und ich kann verraten, unsere Fritzbox ist im gleichen MyFritz-Account angemeldet wie Pers Fritzbox. Mensch, ja, und dann gucke ich da doch mal rein und sehe eine 7490 und Fritz Talk ist meine Box. Das heißt, das muss eigentlich eure sein hier. Das ist unsere. Und da kann ich mir auch direkt ohne Protokoll und Port die MyFritz-Adresse kopieren und die hier entsprechend bei der Internetadresse einfügen. Ja, als drittes und eigentlich letztes Informationsfenster habe ich jetzt noch das IP-Netzwerk der Gegenseite. Gordon, welches Netz habt ihr denn? Wir haben uns das ja angepasst, weil ihr könnt natürlich nicht zwei Fritzboxen miteinander verbinden, wenn beide das gleiche Netzwerk, das Standardnetzwerk verwenden. Deswegen habe ich auf meiner Fritzbox 192, 168, 198 eingerichtet. Alles klar, das kriege ich hin. Ich habe, wie du weißt, das Standardnetzwerk belassen. Auch hier natürlich wichtig, das ganze Netz zu wählen, dass es die 0 ist und nicht die 1. Ja, und dann habe ich noch eine Option, die heißt VPN-Verbindung dauerhaft halten. Das
kann Sinn machen für den User, der einfach eine permanente Verbindung haben will. Wir brauchen das jetzt für uns nicht. Wir wollen eben, dass der Tunnel nur dann genutzt wird, wenn auch Daten übermittelt werden. Und ich gehe jetzt mal auf Übernehmen und dann müsst ihr noch. Dieses Verbindung dauerhaft halten ist ein ganz spannender Punkt, wenn ihr dann doch so einen DS-Lite-Anschluss habt, wo also eine der beiden Seiten nicht aus dem Internet erreichbar ist, aber die andere, dann könnt ihr bei der einen Seite, die nicht erreichbar ist, sagen, bitte die Verbindung dauerhaft halten, dass die Verbindung aufbaut und dann klappt das nämlich auch an einem DS-Lite-Anschluss. Okay. So, du bist fertig. Dann leg mal los. Wir mal eine Verbindung auf. Also, das heißt, ich gehe jetzt auf den Reiter VPN. Genau. So, und dann sage ich VPN-Verbindung hinzufügen. Jawohl, ja. Und dann sind wir da ja auch schon. Und dann sind wir da schon drin. So, das ist richtig, ne? LAN-LAN-Kopplung wollten wir haben. Jetzt die spannende Frage, hast du dir das Kennwort gemerkt? Oh, warte, ich muss überlegen. Ich glaube, ich kriege es hin. Sieht gut aus. So. Jetzt brauchen wir hier natürlich die MyFritz-Adresse von PSBox. Die habe ich schon mal in die Zwischenablage. Ah, perfekt. Dann bräuchte ich die nur noch einfügen. Nur noch einfügen. Dankeschön. Und das entfernte Netzwerk, PR-Nutzer-Standard-Netzwerk, also die 192. Ach, das springt automatisch, genau. 168, 178 und die 0. Das einmal mit OK übernehmen. Ja. Wir werden immer wieder gefragt, wie bauen wir die Verbindung jetzt eigentlich auf? Weil es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Telefonhörer, den ich anklicken kann. Die sind jetzt beide in Bereitschaft. Das heißt, in dem Moment, wo entweder Peer versucht, auf unser Netz zuzugreifen oder wir versuchen, auf Peers Netz zuzugreifen, wird diese Verbindung aufgebaut. Und das können wir nochmal versuchen. Wir waren ja vorhin schon auf Peers Fritzbox drauf mit der 192, 168, 178.1. Mhm. Und versuchen wir einfach nochmal. Da sind wir. Und das war, glaube ich, auch wieder relativ einfach und kurz gehalten. In der Kürze liegt die Würze. Und wir können mal gucken, auch Peer sieht jetzt wieder, dass die Verbindung aufgebaut ist. Auch in meiner Fritzbox-Oberfläche sehe ich jetzt eure Box und kann natürlich andersrum auch jetzt auf eure Fritzbox-Oberfläche zugreifen. Das mache ich auch gleich mal. Und der Vorteil von so einer Box-Box-Kopplung ist, dass wir jetzt nicht nur auf die Box-Oberflächen kommen, denn wenn wir jetzt mehrere Geräte hätten, nicht nur ein PC, dann könnten alle Geräte aus unserem Netzwerk mit allen Geräten im Peers-Netzwerk kommunizieren. Sehr schön. Unsere VPN-Verbindungen sind eingerichtet und damit neigt sich dann auch der zweite Teil von unserer Doppelfolge Fritz Talk XL dem Ende entgegen. Steffi, toll, dass wir dich wieder zum Thema VPN gewinnen konnten. Dankeschön, dass ich hier sein durfte, aber ich sag mal, die Hauptaufgabe lag wirklich bei Peer und an dieser Stelle großes Dankeschön für dich, ja, oder an dich in dem Fall. Danke, danke, danke. Danke euch. Und wenn es euch gefallen hat, genauso gut wie Steffi, dann denkt an den Daumen, denkt an das Abo und alles andere in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Ciao.